Wenn der Tauwind über das nördliche Polen zieht, feiert die Stadt Wilna zu Ehren des heiligen Kasimir mit dem größten Markt des Jahres, das Kajuki-Fest. Aus 200-300 Kilometer entlegenen Dörfern bringen die Bauern ihre Waren zur Stadt. Tagelang ziehen kleine Panjepferdchen schwer beladene Schlitten und Wagen über die oft gänzlich aufgeweichten Straßen. Tag und Nächte stehen sie geduldig in Wind und Regen auf dem Markt. Das wichtigste Produkt für diesen Markt sind die Kajuki-Brezen. Ganze Dörfer beschäftigen sich mit ihrer Herstellung. Arm und reich kauft das volkstümliche Backwerk. Ebenso unentbehrlich für das Fest sind Pfefferkuchen und Zuckerherzen in allen Größen. Ein Glückssymbol, mit dem man sich gegenseitig beschenkt. Neben Brezen und Zuckerherzen bietet der Markt aber tausend Dinge verschiedenster Art. Primitive Spielwaren für die Kleinen, sinnige Scherzartikel für die Großen. So frostig sich hierzulande oft das Frühjahr anlässt, ein so überraschendes Bild bietet sich dem Fremden, wenn sein Blick von den drei Kreuzen über das sommerliche Wilna hinschweift. Eine Stadt im hohen Norden mit südländischem Charakter. Ein erster Gang durch die Stadt verstärkt den Eindruck noch. Viele Höfe, enge Gassen, schlafende Plätze, dämmerige Klostermauern, verträumte Gärten, ragende Türme. Das sind die Motive, die dieser Stadt einen so eigentümlichen Reiz verleihen. Wie die Silhouette einer Märchenstadt baut sich eine Front von Kirchen vor uns auf. Dieser Reichtum an Kirchen ist kennzeichnend für Wilna. Es sind vorherrschend prächtige Barockkirchen. Ein Juwel gotischer Baukunst, die berühmte St. Anna-Kirche. Aber nicht nur Lebensmittel kauft die Wilnaer Hausfrau auf dem Markt. Auch alle anderen Dinge des Haushaltes werden zu bestimmten Zeiten auf großen öffentlichen Märkten feilgehalten. Von Bauern handgewebte Stoffe in alten Mustern sind wegen ihrer Dauerhaftigkeit besonders beliebt.
Wilna hat noch ein Ghetto. Seine dumpfen Gassen münden in die Altstadt, in das Geschäftsviertel. Mitten im Lärm der Stadt ein stilles Frauenkloster. Wer durch dieses Stadttor geht, entblößt sein Haupt, gleich viel welcher Religion, welchem Stand er angehört. Denn der Turm birgt das berühmte Marienbild der Ostra Brahma. Zu jeder Stunde des Tages knien Menschen mitten im Getriebe der Straße, Einheimische und Wallfahrer, um vor dem Muttergottesbild zu beten, dem der Glaube wundertätige Kraft zuschreibt. Musik.